Servus, liebe Leute. Ja, herzlich willkommen zurück zu den Zwergen um Nori, Steinbeißer, den Wüstenzwergen von Belor. Und ihr seht hier, wie die Armeen zusammenziehen, um, ja, den Magiesieg von unseren Mitkontrahenten von Xetewaka, die Weltenpilgerin, aufzuhalten. Und zwar müssen wir die Wurzel der Natur hier unten zerstören. Ansonsten, wir haben noch 12 Stunden Zeit, wird das Ganze echt nicht gut enden. Wir werden weiterhin aber komm, wir machen das jetzt. Wir nehmen den Waffenstillstand ein. Genau, weil dann sind unsere Imperiumspunkte wieder da. Wir müssen jetzt, glaube ich, gleich einen Krieg beginnen. Um das Ding zu zerstören. Das müsst ihr hier aber wieder raus. Und wir können euch noch als Verstärkung hier nach unten ziehen, falls wir euch noch brauchen. Wir sollten hier einen Schein der Vernichtung bauen. Sieben Verteidigungspakt. Okay. Krieg ist zu Ende. Eigentlich ist es im Vasallentum. Sind jetzt aber. Nee, sind neutral weiterhin. Okay, einen ungerechtfertigten Krieg, das gefällt ihnen nicht. Wie schaut es denn eigentlich da bei den anderen Städten aus? Ja, die mögen uns auch nicht mehr so, gell? Blutwacht. So. Ist neutral. Ja. Schauen wir mal auch, dass wir hier rüberkommen. Ein weiterer Lichtbringer. Aufsteigenden Krieger, das nehmen wir schon. Neue Reichsentwicklungen. Ritual der Banner. Ritterorden. Orden des Donners. Aha. Okay, was kostet mich das? Auch 500 Imperiumspunkte. Jemand Tribunal gebaut. Gelehrtengilde. Ich baue mal einen Schwein der Vernichtung. Ah ja. Steingeist. So. Hier geht schön weiter. Ja.
So. Fünfhundert hat der Stack nur. Naja, ah, jetzt ja das Münzamt abgeschlossen. Kann man jetzt aber nichts weiteres bauen. Ja, jetzt sind wir auch schon mal hier runter. Ja, jetzt wenn ich den wieder annehme, habe ich wieder einen Krieg. Später entscheiden. Habe ich eigentlich triftig. Alle haben ein Bündnis. Ist, glaube ich, ganz gut. Dann haben die hier gleich mal höhere Levels. Tribunal ist fertig. Verbessern wir hier die Produktion. Und Herzacker baue das nächstes. Ach, das Tribunal. Können wir hier einen Herzacker auch einen Schrein bauen? Ja. Flickenburg bekommt hier einen weiteren Steinbruch. Und ein Badehaus. So. Ich gehe mal weiter hier. Und ihr auch. Weiß nicht, ist das jetzt gar kein Krieg vielleicht? Oh! Unser nächster Feuerwiese. Sehr gut.
Stachelschild. Hm. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir die Wurzel der Natur zerstören können. Mhm. Ah, Kriegsaufruf. Ja. Jetzt haben wir aber wieder einen Unberechtigten, oder? Genau. Warum ist jetzt das rot? Wer weiß das schon. So. Drei Runden müssen wir das jetzt hier... Sie haben sich die Freundschaft erklärt. Abkommen wurde gebrochen zwischen uns zwei, ist klar. Zu sehr böse. Oh Gott. Wir waren mal so nett. Ihr hintergeht euch sowieso alle. Das ist wie bei Game of Thrones. Wieder mal ein Geschenk. Steingeist beschwören. Scheitelgraben. Münzamt. Und den Kupfererd. Eine Händlergilde. So eine neue Forschung. Oh ja, eine Raffinerie. Du gehst weiter. Recht für Bewegungspunkte hat der Wiese echt nicht. Soll darüber. Über den Berg, bitte. Was machst du denn jetzt wieder? Kannst du das nicht? Wieso zeigt es dann an, dass du das kannst?
Es dauert halt ewig, die Berge zu überqueren, ja? Zumindest für die Armeen. Handels... Oh Gott. Nö, das Leben ab. Ich mag euch nicht. Ja, bei euch lasse ich es mal eingehen. Bündnis, ja, das machen wir. Vielleicht mache ich schon die ganze Zeit. Ein Steingeist, den holen wir uns sofort. Können wir hier Zauber beschwören? Natürlich nicht, der hat schon den Zauberblocker. Dann kriegst du den Steingeist. Das ist schon besser als unsere kleinen Dinger. Bin gespannt, ob er uns jetzt hier was entgegenschmeißt. Hier kommt ein bisschen was an. Macht mir aber jetzt tatsächlich keine Angst. Oh, wir setzen den jetzt mal ein. Vielleicht kommen dann die. Ha! Schein der Vernichtung. Nach oben mit dir. Tribunal. Und ein Monolith. Die Gelehrtengilde. Leuchtfeuer des Heldenmuts. Eine Waffenkammer würde halt hier auch Sinn machen, ne? So. Du marschierst mal weiter. Der bevorzugte Sohn. Schon wieder Aegis. Dale ist das genaue Gegenteil seines älteren Bruders, seufzt Herzog. Sein Bruder weilt unter Zauberern und Halblingen. Ein Ausbund an Mut und Tapferkeit. Mein Jüngster dagegen versteckt sich in feuchten Höhlen und schießt Pfeile aus der Deckung wie ein Feigling. Und trotzdem hält er sich für so erhaben wie ein König aus alten Zeiten. Mein Volk bevorzugt ihn. Ganz im Gegensatz zu mir. Jetzt will er seine Qualitäten beweisen. Ich brauche Evenerat. Oh nö. Ah, wir lassen ihn im Belor trainieren. Und dann können wir da auch scheinbar rekrutieren, wenn ich das so richtig verstanden habe. Nö, kann man nicht. Oder wäre das jetzt eine Heldenrekrutierung?
Ah ja, hier ist er. Könnten wir jetzt rekrutieren? Machen wir aber nicht. Handelsangebot, ein Verteidigungspakt mit ihnen. Nö. Wieso? Ablehnen. Ablehnen. Ja, ich bin sehr unklug, ein sehr unkluger Zwerg. Einen weiteren Steingeist. Aber wenn das so grün ist, ist es so schwer. Münzamt. Wir kommen in eine neue Provinz. Ziehen weiter ein Steinbruch. Neue Forschung. Stufe 5 Buch. Erdbebenmaschine. Und ein Titanen der Erde. Beschwörungszauber. Ja, den wollen wir haben. Ja, ja, ja. Es passt zu uns. Those who master Materium stand above the world. Raising and toppling lands at a whim and harnessing the primordial forces of creation. The Titans themselves shall walk with you, while the very essences of element and mineral take a knee. You are the creator, a shaper of worlds. Wer das Materium beherrscht, steht über der Welt. Um Länder nach Gutdünken zu zerstören oder zu stürzen und sich die Urkräfte der Schöpfung zunutze zu machen. Die Titanen selbst werden an deiner Seite stehen, während die Essenzen von Elementen und Mineral im Protest das Knie beugen. Du bist der Schöpfer, der Gestalter der Welt. Wir holen den Titan der Erde. So. Ja, haben wir es jetzt endlich mal geschafft hier. Okay, sie greifen an.
Hui. 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 Okay. 3600 zu 3300. Und es kommt noch viel mehr. Ja, liebe Leute. Cliffhanger. Ich werde wahrscheinlich hier schon auf dem Kanal Cliffhanger View heißen, aber wenn wir jetzt diese Schlacht manuell spielen, dann wird das eine 50 Minuten Runde Folge und ja, das will glaube ich auch keiner. Also, freut euch auf die nächste Folge und wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben und schreibt mir doch schon mal in die Kommentare rein, wie die Schlacht ausgeht. Ansonsten, bis bald, Servus, euer Vue.